Kitas in der Krise. Personalmangel und steigende Energiepreise zwingen Kitas, die Gebühren drastisch anzuziehen. Im bayerischen Kaisheim geraten Eltern an ihre finanziellen Grenzen. Also die Gebühren sind teilweise um 173% gestiegen. Ich habe bis jetzt 93 Euro pro Monat bezahlt und müsste jetzt 273 zahlen. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Und Julia Löffler ist sogar auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen. Somit springt meine Mama dreimal in der Woche dann am Nachmittag ein, damit ich eben meine volle Arbeitszeit leisten kann. Und sie hat aufgrund dessen ihre Arbeit gekürzt. Das Problem in Kaisheim: rund 4000 Einwohner, kaum Steuereinnahmen, gestiegene Personalkosten und mit fast 700.000 Euro in den roten Zahlen. Deshalb hat sich der Marktgemeinderat eben entschieden, diese Zahlen, die bestehenden Gebühren, dementsprechend zu erhöhen. Die Eltern im bayerischen Kaisheim sind sauer. Wir müssen für die Misswirtschaft der Gemeinde aufkommen. Die Versäumnisse von den letzten Jahren müssen wir ausbügeln. Und das ist einfach nur ein Unding. Aber nicht nur in Bayern kämpfen Eltern gegen finanzielle Probleme. In der sächsischen Kita Striegestaler Spatzen in Oberschöner werden die Kinder über den Winter gar nicht mehr betreut. Denn die Kita schließt, um Energiekosten zu sparen. Eine Entscheidung des Bürgermeisters Rico Gerhardt. Wir treffen ihn vor der Kita. Das ist die einzige Kita, die wirklich mit Erdgas beheizt wird. Jeder weiß, wo die Preise da jetzt hingehen. Da sie jetzt schon sehr unwirtschaftlich ist, würde das zwangsläufig den grundsätzlichen oder das grundsätzliche Aus der Kita bedeuten. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist natürlich ein anderer Blickpunkt. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, was können wir uns wirklich leisten? 16 Kinder und die Erzieher werden jetzt auf umliegende Kitas verteilt. Eine Belastung für Kinder und Eltern, die viele im Dorf sauer macht. Ich finde unmöglich, dass als erstes bei den Kindern gespart wird. Das kann man den Kindern nicht antun. Die müssen ja verteilt werden, irgendwo anders hin. Ich glaube, das ist nicht für die Kinder gut. Und es gibt bestimmt genug andere Einsparpotenziale. Man muss aber anders gucken, dass er spart. Weil die Kinder aus ihrem gewohnten Umfeld rauszureißen, ist für die Kinder ganz schwer. Dieses Problem hat auch Rico Gerhardt erkannt und hofft, eine Lösung gefunden zu haben. Die Kita, wo die meisten Kinder einer Gruppe dann sind, dort geht entsprechend auch das Personal zur Betreuung mit hin. Der Bürgermeister und die Eltern werden weiterhin im offenen Austausch bleiben. Im bayerischen Kaisheim starten die Eltern jetzt eine Unterschriftenaktion, damit die Kinderbetreuung hier nicht zum Luxus wird. Wir finden, die Kinder sind ein bisschen mehr wert, als dass sie reine Zahlen sind. Und uns kam das soziale Argument viel zu kurz in der letzten Zeit. Die Eltern wollen weiterkämpfen, damit ihre Kinder mehr sind als nur ein Betreuungsplatz und Kita-Gebühren.